Das Problem von der Switch wird sein, es gibt erstmal nur Zelda, okay. Aber ja, es gibt kein Mario, es kommt nichts wirklich Gutes raus, ne? Das ist das Problem daran. Sonst wäre die auch bestimmt sehr interessant. Und die ganzen Indie-Titel, die da drauf rauskommen, die gibt es ja alle schon für PlayStation oder Xbox. So, wieder schön viel zum Sammeln. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Oh, Schweinchen. Go, 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 go. Oh, nochmal was Blaues. Ist das immer schon so gewesen? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich darauf gar nicht geachtet habe. So. Es wird Zeit, die Stolperfalle vom Cast zu kaufen. Ja, 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 ja. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal wollen wir hier den Speer finden. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Upsala. So, haben wir schnell noch mal ein paar Pfeile hergestellt und haben wir wieder 20 von 20. Da haben wir ein Lagerfeuer, was wir auch gleich direkt mal aktivieren werden. Dup, 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 dup. Dann haben wir gleich wieder die Dicken da vorne, die wir besiegen müssen. Aber das ist ja kein Problem für uns. So, jetzt hole ich mir den Speer. Okay. Der will nicht mit uns spielen. Dann rennen wir nochmal hin. So. Wo, 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 wo. So, blöde Sau, du. Ist halt kein Nier, ja. Whoa! So, den hätten wir auch. Der gibt natürlich nur normales Loot, aber ist auch in Ordnung. So, machen wir oben nochmal gucken. Da liegt noch was. Oh! Zack. Auch den haben wir Gott sei Dank besiegen können. Jetzt hätten wir das nochmal machen müssen. Und hier haben wir, glaube ich, Bären. Stufe 4. Sehr schön. Hat sich das ja einigermaßen gelohnt. Metallschirm.
Draht- und Metallschirmen. Okay, dann gehen wir jetzt hier Rede mit Cast, um die Falle zu kaufen. Und dann können wir beides gleich wieder abgeben. Nicht wieder, sondern können wir abgeben. So. So. Hier gibt es ja natürlich wieder was zu pflücken. Zünder und Reinholz. So, hier redet sonst so keiner mit uns. Ja, Steven, bei den Verlosungen wird das ein bisschen für dich mau ausfallen, wa? Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Was ist das denn? Er wird nervös. Ein Rentier, oder was? Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Na, ja. Rost weiß es. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Ich finde, dieser Cast hat Ähnlichkeiten mit Ben Kingsley. So ein bisschen, so von der Gesichtsform. Müsst ihr mal drauf achten. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. So, Stolperfalle. Und ausrüsten. Nach oben. Und ja, den Rest können wir uns wahrscheinlich wieder nicht leisten. Oder immer noch nicht leisten. Schatzkisten. Gratisprobe. Gratisproben finde ich immer gut. Steinpaket, Schockfeilpaket. Oh, Schockfeile. Feilentränke. Okay. Waffen. Ja, da können wir leider nichts upgraden. Oder besseres kaufen. Deswegen verlassen wir das mal. Wenn du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay?
Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag bloß. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Schaden zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Nö. Ich glaube, das war dann wohl alles. Genau. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Mortimer. Ja, dann, haben wir einen Punkt? Oh, wir haben einen Punkt! Wir haben einen Punkt! Wir haben einen Punkt. Ja, Bauteile. Schlagen Bauteile ab. Ach, das machen wir jetzt auch einfach so. Zack. Dann haben wir das auch hinter uns. Dann sollen wir wahrscheinlich Fallen herstellen. Vital Upgrade verfügbar. Oh je. Herstellen. Tragekapazität. Ja. Wo ist das denn? Fallenbeutel. Zack. Den müssen wir, glaube ich, herstellen. Dann können wir auch... Nö. Okay. Dann wollen wir gleich mal unterwegs noch ein paar Roboter umhauen. Dann gehen wir erstmal hier hinten ab. Das gibt nämlich ein paar XP. Auch wenn wir gerade schon Level Up hinter uns haben. Auch wenn ich ausgestoßen wurde, darf ich hier lang gehen. Genau. Und das Feuer dürfen wir auch. So. Laufen wir ganz provokant mal hier lang. Ich freue mich schon auf mein Bett. Ah, ich bin schon mega gespannt auf die Lootboxen. Ich finde das eine super tolle Sache. Wie gesagt, alles was Marvel und DC ist, das geht so und so. Da will ich gar nichts von haben. Das kommt mir gar nicht hier ins Haus. So, da haben wir mal wieder ein paar. Upsala, upsala. So. Zack. Das haben wir umgehauen. Das haben wir auch umgehauen. Ja, von links kommt einer. Das ist auch tot. Ach, hier rechts auch. Das ist auch tot. Ich stelle mal schnell ein paar Pfeile her. Zack. Oh, oh, oh. So, das Pferdchen. Ah, ging es hin? Ich wurde entdeckt. Wow. Zack. Penner, komm her. Zack. So, schnell looten. Zack, zack, zack. Ist noch einer in der Nähe? Nee, ne? Nein. So. Dann können wir uns ja dem Looten widmen. Ist ja gar nicht so schwer, ne? Wenn man so ein bisschen drauf hat, also ein bisschen sich eingewöhnt hat, dann geht das locker von der Hand, das Kampfsystem. Ja, Steven möchte einfach supporten. Und das mag ich. Vielen Dank dafür, Steven.
Und Truthahn, schnell! Schnell! Truthahn! Ja, leider nichts Blaues. Das ist aber in Ordnung. So, das Pferdchen fühlt sich gestört. So. Das andere Pferdchen, was macht das? Das rennt einfach weg, oder was? Wow! Oh, hab ich mich erschrocken, ey! So, ich soll uns heilen. Zack. Hinterlässt was Blaues für uns. Ein Läuferherz. Okay. Was ist eigentlich mit Pascal los? Sonst war der immer so euphorisch mit dabei und jetzt... Hat der wohl keine Lust mehr, wa? Irgendwas kommt da gerannt, oder? Nee, doch nicht. So, jetzt habe ich ein wenig die Orientierung verloren. Da müssen wir lang. Diesen Weg. Und die Hälfte unseres Levels haben wir auch schon wieder. Ja, Jenny, du kannst ja gerne mal ihn mal fragen. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. So. Brauchen wir nur noch ein Viertel-Level, dann sind wir Level 5. Beim Training, was denn für ein Training? Sudoku-Training, oder? So, dann latschen wir mal zur Hauptmission. In der Hoffnung, dass wir gleich noch eine Herde Roboter finden. Oh, was läuft denn hier? Ein Waschbär oder was? Komm, den killen wir auch. Können wir den überhaupt killen? Ja, können wir. Sehr schön. Reichhaltiges Fleisch. Na okay, warum denn nicht? Und hier haben wir Eis rauf. Raureifwurzeln. Okay. Ein Fuchs. Zack. Gibt sogar EXP 35. Ja, Steven, dafür gibt es ein Handy dann, ne? Also das... Das zählt nicht, diese Ausrede. Ich werde tun, was ich tun muss. Oh, was Blaues. 10 Bauteile abgerissen. Verderbnisschutz. Gewebe. Okay. Ich hätte gerne persönlich noch das Level voll gemacht, aber ich weiß nicht... Ach egal, den Boss kriegen wir auch so hin, oder?
Explosionen und Geschrei außerhalb des Beckens. Was da wohl los ist? Da ist er. Aloy, du bist hier. Ja, ich bin da. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich war übrigens bei Cast und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber es ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ach ja. Was für eine Lektion ist das? Nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Es dauert noch, so. Bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Genau. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. So, dann legen wir uns hier mal manuelle Speicherung. Überschreiben mal den anderen Speicherstand, genau. Wir sind auch fast soweit mittlerweile. Nur, dass wir den kleinen Boss da gleich machen müssen. Bagag, Bagag! Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. Hm? So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Rohstoffbeutel ist voll. Ich werd beklappt. Dann machen wir das mal. Erhöhen wir das? Genau. Waffenbeutel erhöhen wir auch. Zack. Fettes Fleisch. Haben wir ordentlich gejagt hier. So, das erhöhen wir auch. Einen wunderschönen guten Abend, Cedric. Ich grüße dich. Hallo.
Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Er ist tot. Ist es nicht mehr weit. Und dann haben wir einen Truthahn. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Truthähne sind cool. Sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. So, schön viel Loot, das ist immer schön. Oh, was ist da oben denn? Was Episches? Ich habe was Episches gefunden. Du bist ein Rätsel, das noch auf eine Antwort wartet. Okay, mit. Okay. Weiß jemand, was das ist? Metallblume? Vielleicht lass uns mal gucken. Metallblume. Wie gibt es Waffen? Unter Waffen ist das nicht. Eigentlich auch nicht. Rohstoffe. Ach, wir können auch eine Schatzkiste aufmachen. Sehr schön. Spezialobjekte hier. Eine seltene Metallblume von Sammlern geschätzt. Tausche Sets davon im Meridian gegen wertvolle Belohnung ein. Oha! Coole Sache! Ja! Meridian. Was auch immer das ist. Mal gucken. Oh. Das sagt mir gerade, dass wir Pfeile herstellen sollen. Zack. Da können wir auch gleich noch ordentlich von denen herstellen. Das ist sehr schön. Eine Metallblume. Das müssen wir uns merken. Da ist der Cedric bestimmt ganz gut drinne. Nehme ich für unterwegs mit. Jo. Das ist gut. So viel zum Looten hier. Dann können wir fast eine ganze Folge hier von. Oh, verdammt. Eine Holzhütte. Zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Oh, Effekt wie bei der Jurassic Park hier. Ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Ja. Er darf mich nicht sehen. Ja. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Das kriegen wir hin. Warten wir erstmal ab, bis er gleich. Bis er gleich weg ist.